Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Portal 2, die Community-Testkammer. Ja, gestern hatten wir schon hier Yin und Yang gespielt und ich war positiv überrascht von den ganzen. Und ich würde sagen, heute geht es mit der nächsten Testkammer weiter. Hier habe ich schon mal was vorbereitet, hat recht gute Bewertungen und nennt sich No Money for Test Chambers 1. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Je nachdem, wie gut es wird, suche ich da vielleicht noch ein bisschen was raus. Und ich würde sagen, die spielen wir einfach mal. Selber habe ich sie mir noch nicht angeguckt, also ich weiß auch nicht, um was es da geht. Ich gehe da einfach nach Bewertungen und die Leute sagen, dass es gut ist und wir drücken auf Spielen. Von Dama Gepi, die Map. Ja, diesmal weiß ich ja, wo ich hingucken muss. Hier unten steht es auch nochmal. Von wem die ist, kommt auch nochmal natürlich in die Videobeschreibung, wie immer. So. Ja, das lädt richtig Premium schnell. Entweder ist die Map richtig groß. Oder... Okay. Es ist aber eigentlich Singleplayer, soweit ich weiß. Aber hier, hallo. Hallo. Wir sind dann wahrscheinlich der andere Roboter. Und wir haben eine Portal Gun. Hallo. Eine Portal Gun mit beiden Portals. Sehr schön. Ja, was will man mehr, ne? Hallo? Eine Dose. Ja, kein Geld für Testkammern, aber 5000 Türen. Hier, ja. Hier kriegt man Tipps. Ah. Grüße, Android. Ja. Ja. Man soll, Tipps benutzen, falls man schlecht ist oder einfach stecken geblieben ist oder hängt und nicht weiterkommt. Gut, die Sache ist die, das Wortspiel kommt natürlich im Englischen viel cooler mit Suck and Stuck. Aber okay, was gibt's hier? Nichts, wo man durchschießen kann. Okay. Okay. Ich nehme den einfach mal und gucke, was ich damit anstellen kann. Okay, da kann man auf jeden Fall nach draußen gucken, so wie es aussieht. Oh, hier geht's hoch, oder? Nee, Mist. Ich hatte mich schon gefreut. Kann man den da durchwerfen? Oh. Okay. Nee, das geht auch nicht. So. Bevor hier noch mehr Würfel kaputt gehen, versuchen wir wenigstens mal einen aufzufangen. Kann ich den da oben reinlegen? Geht das? Nee, nee, das geht nicht. Verflixt, weil wie... Was muss man hier tun? Kann man bestimmt nicht... Sehe ich da was, wo ich hinschießen kann? Ist da was? Nee. Okay. Diese Testkammer verwirrt mich jetzt schon, oder? Es sind keine Wände, wo ich dran schießen kann. Okay. Tricky ist es allemal. Wir haben das Ding. Muss der da so quer durchfallen? Nee, oder? Ah, okay. Ich glaube, ich sehe, wo das Problem liegt. Wird das was? Nee. Hä? Alles klar, diese Map verwirrt mich jetzt schon Maximum. Ich muss doch irgendwie einen Weg geben, irgendwas machen zu können.
Kommen wir nicht durch. Das bringt uns nichts. Das hier sieht aus wie ein Tipp, oder? Was? Fling the Cube, okay. Hä? Maximale Verwirrung. Zurück können wir auch nicht, okay. Fling the Cube. Ja, da draufklettern sollen wir bestimmt auch nicht, oder? Nee. Wir haben da einen Laser. Bringt uns das, wenn wir da... Das bringt uns rein gar nichts, wenn wir den da hinstellen. Ah, tricky, cool. Können wir zwar schön durchspringen und alles, aber... wirklich weiterhelfen tut uns das nicht. Hammer. Ich einfach mal keine Ahnung hab. Aber vielleicht ja doch. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie der da fällt. Weil theoretisch, wenn der runterfällt, müsste der ja doch genug Schwung haben, um da durchzukommen. Wenn man das Ding richtig platziert, oder? Aha. 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 Ja. Das hatte damit... das ist ja Hammer. Wer denkt sich denn sowas aus? Okay, okay, okay. Das war aber cool gedacht und eigentlich gar nicht mal so... Moment. Da kommen wir nirgendwo hin. Hier können wir auch nur da rein. Aber nirgendwo anders hin. Hier war der Aufzug. Ja, hier war der Aufzug. Okay, weiterdenken. Wir brauchen anscheinend einen Würfel. Wie kommen wir an den Würfel ran? Können wir hier irgendwo runterfallen? Nein. Kommen wir vielleicht irgendwie wieder zurück. So könnte das gehen. Alles klar. Und dann dürfen wir nicht da reinfallen, weil... Genau. Alles klar. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier am Rand vorbeikommen. Upp. Alles klar. Der Würfel hat dann doch noch einen Sinn gehabt. Oh, jetzt muss man auch noch um die Ecke denken. Weil hier Blöcke im Weg liegen. Das ist ja frech. Na, so. Jetzt ist hier das Ding weg. Sehr schön. Ach, das war wieder Maximum schlau, hä? Oh, jetzt wird's richtig tricky. Die ist ja klasse gemacht, die Map. Also muss ich hier stehen bleiben, um zu schießen, um hier zu schießen, um da reinzukommen. Yeah. Hier lang? Nein. Gehst du auch? Nein. Oh. Aber wir sind schon mal auf der anderen Seite. Das geht schon mal... Es sieht auch ziemlich ramponiert aus hier, also das gefällt mir irgendwie. Hallo? Oh yeah. Cool. Das ist mal cool. Portal 2 draußen. Das gefällt mir richtig gut, was hier gerade abgeht. Was ist das denn? Kann man da hochgehen? Ach, das ist so ein...
Okay. Ich vermute, hier müssen Dinger rein. Da oben ist zum Beispiel einer. Laufen wir den Berg hoch. Kraxel, kraxel, kraxel. Das ist voll cool, wenn man Portal mal draußen. Also in der freien Natur, nicht nur in Testkammern und. Warum ist denn die Musik so laut? Moment. Da muss ich jetzt mal gucken. Option hier, die Musik ist echt arschlaut. Und die Musik ist schon leise. So. Die Musik ist immer noch so laut. Hä? Bin ich denn blöd? Nicht, dass es da noch mit YouTube irgendwelche Schweinereien gibt. So. Ich hoffe, die Musik wird jetzt auch nicht noch lauter. Dann tun wir mal hier rein. Zack. Wunderbar. Ach, und dann fahren hier die Treppen raus. Hey, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Musik hier. Das geht überhaupt nicht. Ja, deswegen wird die Musik auch nicht leiser, weil die nicht. Ah, nein. Audio. Weil das nicht die Musik ist, sondern die Gesamtlautstärke oder was? Dann wird ja alles andere leiser. Naja, guck mal. Guck mal einfach mal und hoffen wir, dass die Musik nicht YouTube-gerecht ist. Ansonsten müssen wir hier stumm weiterspielen. Oh, da ist noch ein Würfel. Hallo, Würfel im Wasser. Plutsch. Ah, jetzt kann man hier sogar Abkürzungen nehmen. Piu. So. Da oben ist noch einer. Gucken wir gleich nochmal hin. Oh, ihr seid ja tricky. Ich brauche jetzt tatsächlich einen Würfel, um an einen Würfel ranzukommen. Ist das so? Ich habe das dumpfe Gefühl, ein Würfel wird nicht ausreichen. Okay, probieren wir es einfach mal mit noch einem zweiten. Wir haben ja schon zwei. So. Yeah. So geht das mit dem Würfel. Dann rein mit euch. Hep. So. Würfel. Der sieht sogar noch recht neu aus. Also, wenn man jetzt guckt, da sieht der schon ein bisschen älter aus. Ich habe das Gefühl, wir werden noch mehr Würfel brauchen. So, dann tue ich die jetzt einfach mal hier platzieren. Ich denke, wir müssen alle Würfel finden. Oh cool, wird er trotzdem aktiviert. So. Die drei Stufen haben wir schon mal. Jetzt müssen wir ja wahrscheinlich alles durchsuchen, ne? Gucken wir mal, vielleicht liegt hier auch noch einer rum. Ja. Aha! Sogar markiert. Jawohl. Kurz räuspern. Das ist ja frech. Das in einem Let's Play. So. Ja, das zählt. So, hier haben wir geguckt. Da haben wir geguckt. Vielleicht da oben. Was ist denn das? Nichts. Nichts von Bedeutung. Oh je. Hallo? Nee, da ist auch kein Würfel. Bist du ein Würfel? Yeah, das ist ein Würfel. Getarnt im Gebüsch. Im Gebüsch. Da gibt es halt kein Geld für Testkammern. Es gibt nur Geld für Außenareale. Ist auch richtig so. Wer braucht schon Testkammern, wenn man noch an der frischen Luft testen kann? Viel gesünder. So. Hier hinten ist auf jeden Fall noch die Höhle. Da will ich noch reingucken. Springen. Hui.
Wenn die Musik nicht so laut wäre, ein bisschen, naja, egal. Lass mal die laute Musik laut sein. Autosave? Okay. Hallo? Ein Laser? Wir brauchen einen Würfel. Echt jetzt? Wir brauchen einen Würfel. Etwa den Würfel aus der Testkammer? Ey, Hammer. Du brauchst ja hier allen möglichen Scheiß. Ich nehme den jetzt einfach. Ich glaube, an den kommen wir ran, oder? Müssten wir eigentlich. Doch, doch, an den müssten wir eigentlich rankommen. Aber wie? Ja, so, oder? Das müsste auf jeden Fall hinhauen. Jetzt nehme ich den einfach mit. Das Portal bleibt ja. Und könnte das vielleicht auch einer der Würfel sein, die wir am Ende da drauf tun müssen? Das will ich dann gleich mal probieren. Ob das geht. Ja, ich laufe jetzt trotzdem hier weiter, weil wirklich viel Zeitersparnis hat man da nicht. Passt der? Das ist tatsächlich ein Würfel, der hier drauf muss. Das ist ja Hammer. Reicht das schon, wenn man... Nein. Okay, dann nehmen wir dich mit. Alles klar. Dann haben wir ja schon fast alle Würfel. Das ist ja klasse. So. Ich glaube, ich weiß sogar schon, wie das Rätsel endet. Ach so. Aua. Au. Ach so. Oh lol. Nee, so. Hä? Egal. Ach so. Okay, wir müssen den... Geht das so? Los, flutsch da rein. Flutsch in deine Kuhle. Aua. Ach lol. Da muss ich jetzt noch die Dosen hier weg... Ach, das ist echt cool gemacht. So, hopp. Und jetzt brauchen wir natürlich diese ganzen Laser. Um was zu tun? Ah, okay, jetzt müssen wir das hier auf die verschiedenen Dinger hinsetzen. Um Brücken zu aktivieren oder was? Oder wie oder was? Okay, aber immer die Kombination und dann geht die Lichtbrücke weg. Und wir müssen den Ball nach unten bringen, damit wir hier an den letzten Würfel rankommen, weil so kriegen wir den hier nicht raus. Alles klar, ich verstehe, wo das ganze Rätsel hinführt. Die Frage ist jetzt nur... Alles klar. Dreieck und das X. Also, da. Aua. Das ist nicht ganz richtig. Also vielleicht hier? Nein? Vielleicht. Nein? Wie aktiviere ich denn das Dreieck und das X? Dreieck und X. Ah, okay, okay. So, und dann noch das X und das Viereck. Den haben wir schon. Sehr gut. Yeah. Jetzt haben wir den Würfel. Jetzt haben wir doch theoretisch alle Würfel zusammen, oder? Also, ich tue die mal dahin. Und dann laufe ich da... Oh, das hätte ich jetzt eigentlich schon einen Würfel mitnehmen können. Ist aber auch egal.
Wir machen... Sparen wir da wirklich Zeit? Ein bisschen. Ein bisschen Zeit sparen wir. Weil ich will jetzt einfach hier so ein Portal hinsetzen. Damit wir schneller hier drin sind. Würfel holen können. Und den nächsten Würfel holen. Schwups, die Wups. Rein mit dir. Rein mit dir, habe ich gesagt. Und den letzten Würfel. Und dann müsste die Treppe vollständig sein. So. Dann springen wir hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Läuft. Es sieht schon sehr geil aus, wenn man mal guckt, was man eigentlich hier alles machen kann, wenn man tatsächlich draußen ist. Das bietet einen schon viel Cooles. Und wird fortgesetzt. Das war schon die Testkammer. Sehr schön. Also, ich fand's richtig cool. Wir haben auch lang genug gespielt. Wir haben auch am Anfang ziemlich rumgedaddelt. Da wusste ich nicht wirklich, was ich machen sollte, bis ich dann so ein bisschen hinter die Map gestiegen bin. War auf jeden Fall eine sehr geile Map. Hat mir sehr gut gefallen, dass es vor allem draußen ist. Also outdoors. Und ja, kriegt auf jeden Fall positive Bewertung, keine Frage. War cool, hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder, wenn es die nächste Testkammer gibt. Bis dahin, haut's rein. Ciao, ciao.